Jetzt aber willkommen zurück bei Monster Hunter Rise mit Soße Sunbreak. Wieder im Livestream. Wahrscheinlich das letzte Mal. Und ja, da sind wir wieder, ne? Heute gibt es wieder ein paar Questies. Vor allem muss ich aber auch mit Fiorain sprechen. Fioraine. Rain. Rain in the Sunshine. Weiß nicht. Ja, ihr könnt, warte mal, ich aktiviere jetzt die Online-Tickets. Zack, ihr könnt wieder mitspielen. Ja, so, jetzt könnt ihr mit Gekulinos Online-Tickets ziehen. Drei sind wieder da. Erstmal. Aber Vorsicht, wenn ihr es gezogen habt, gebt euch das Ticket einen Code. Ihr dürft das Fenster nicht schließen. Da steht der Code, wie ihr hier beitretet. Ohne Code geht nichts. Ich sag's, wie es ist. So. Und dann zocken wir heute mal wieder ein bisschen gemütlich ein paar Hauptquests von Geschichten. Ach, guck, Blubberchen schon am Start. Diesmal hast du es geschafft. Diesmal hat es funktioniert. Voll schön. Nur noch ein paar Minuten, dann geht der Urlaub los. Entsprechend geht es sehr gut. Auch sehr schön. Freut mich. Genießt dann den Urlaub auf jeden Fall auch. Sehr schön. Wie lange denn? Möchlein 2, 5, Monat. 5 Wochen sind ein Monat, aber okay. Und die Liebe schlammert sich auch wieder rein. Natürlich, natürlich. Hi. So. Ja. Dupdi-dupdi-du. Dann ist ja jetzt die Blubberbläschen am Stissel. Sehr schön. Ich mach. Willst du callen, Blubberchen? Sollen wir einen Call aufmachen dann auch? Immer, ich bleib dem Schlabbern treu. Unbedingt. Unbedingt, das ist ja wichtig, oder? So. Genau. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Offline. Beziehungsweise wir haben schon ein paar YouTube-exklusive Folgen aufgenommen. Darum sind wir schon hier Meisterrang 2. Und wir haben da schon einen Blutbischarten geklatscht. Blutaffe. Wegen mir können wir das gerne machen, wie du möchtest. Sehr schön. Machen wir das gerne doch. Mach ich mal einen Voice auf. Dann mache ich mal einen Voice auf. Dann mache ich mal einen Voice auf jetzt. Maximal. Ja, jetzt im Moment, stimmt. Erst einmal maximal 2, weil im Moment hat sonst keiner was gezogen. So ist sinnvoller. Dann spawnt nicht einfach plötzlich jemand. Dann kann ich immer nach und nach einen dazu tun, falls jemand was zieht. Ja, klar, natürlich, so ist viel sinnvoller. MH Stream nenne ich den ganzen Bums aber. So, jetzt ja. So machen wir das, gell? Sehr schön. Mach ich auch so mal direkt. Endmute direkt schon. So, ja, endlich hat's geklappt. Echt so. Echt so. Schön. Genau. Strobo Hund auch für dich hier. Du bist ja neu und so. Schau mal. Du kannst hier bei uns sammeln. Gekulinus sammeln. Mit dem kannst du jetzt zum Beispiel unter anderem jetzt ein Online-Ticket ziehen. Dann kann man mitspielen. Oder es gibt auch Sounds. Ausrufezeichen Sounds. Machen wir mal hier so. Und ja, da gibt es immer so ein bisschen Goodies. Haben wir so einen Gekulino-Shop. Ja, kann man auch manchmal Wunschtickets ziehen, um sich ein Stream-Projekt zu wünschen und so. Ganz cool eigentlich. Und ich habe gelesen, warte mal, du hast 2 Wochen reines Nix-Tun. Geil. Genießt es, genießt es. Sehr schön. Da ist die Blubberchen. Hallo. Winken. Stöber ich mich mal durch. Mach das gern. So. Gecko machst. Warte, was? Gecko machst Modarbeit, weil beide Mods im Lurk sind. Dark, du bist ja auch da. Hallo, Dark. Welcome. Hä? Ui, hä, das ist ja süß. Hast du es neu gemacht? Hä? Wo kommt der her? Ich soll jetzt Modarbeit machen, obwohl ich zwei Mods habe im Lurk. Was soll das? Immer diese Mods. Das sind keine Mods, das sind Lurks. Was ist hier wieder los? Oh, nicht bei. Hello there, Entschuldigung, hier, das da. Ja, aber da, trotz, auch du, wie auch immer, wenn du mal mitspielen möchtest. Tickets sind noch. Ja, endlich mal die Sticker richtig beschriftet. Echt so cool. Sorry, dass ich Essen kochen. Du kochst, während du meinen Stream guckst? Wie cool ist das? Lustig, lustig. Ich hoffe, das Kochen geht dabei nicht schief. Viel Spaß!
So. Winke, winke. Hallo. Aber Grüßen gibt's ja auch noch. Ja. Hallihallo. Hallo, Blubberchen, na du. Blubber wird jetzt auch im Spiel abgeschlabbert. Unbedingt. Ja, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Das ist ja ganz schön viel zum Abschlabbern vor allem auch, weil du hast ja kaum was an. Hey, woher weißt du das? Hä? Was? Ach so, ja. Ach so, Spiel, okay. Ja, im Spiel halt auch. Also, jetzt werdet ihr beide sehr sauber. Mhm. Wir glänzen dann schon vor Leckereien. Besser zum Sauberlecken, ist so. Ja, ist so. Wenn man, ja. Ja, starten wir. Ja. Gut. Ja. Gerade wir beide haben so witzigerweise ja schon Folgis aufgenommen. Dann können wir gerade da weitermachen, wo wir waren. Ist ja lustig dann auch. Ja, das stimmt, ja. Dann sind wir immer noch auf demselben Stand. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Und jetzt hat es endlich mal geklappt mit den Tickets. Voll gut. Ja, hat gut super geklappt, oder? Also, ja, so, ne? Alles super geklappt. Super, super. Warte mal. Ich glaube, ein Tacken leiser. Nur. So. Ein Tick-Tack. Tick-Tack leiser. Da müssen wir ja aber wieder gehen zu was Blubberbubis und Gecko-Schwanz sauber lecken. Blubberbubis, Alter. Blubberbubis. Sehr schön. Oh, ich dreh durch. Schön. Boah, das bringt mich ja, ganz durcheinander hier. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach so. Für Liebe dann extra natürlich, das muss natürlich sein, ja, hier. Oh yeah. Ja. Ja, das ist richtig. Dann gehen wir mal rüber zum Kommandoposten in Elgado, wa? Liebe, was postest du da? Vor allem wird es nicht mal im Overlay angezeigt im Chat, im Stream. Was ist das überhaupt? Was sind das für weiße Boppel? Mit Hände davor, oder? Nee, gar nicht. Das sind irgendwelche weißen Boppel. Das sind Bubis, glaube ich. Was ist das? Hä? Ich weiß nicht. Okay. Ja, genau. Was? Das sind bei mir keine Smileys. Das sind weiße Blobsels. Schon, oder? Ja, bei mir sind es nämlich schon Smileys mit Hände davor. Also nee, bei mir sind es einfach nur weiße Punkte, ohne Scheiß. Gecko, vielleicht willst du auch nur das sehen, was du sehen möchtest. Ja, Bubis. Ja, ohne Schmarrn, das sind bei mir Makaronen. Ich weiß auch nicht. Ich kann das mal hier reinballern. In. Dann siehst du im Call im Chat, auf jeden Fall. Das sieht voll seltsam aus. Das sind einfach nur weiße Blobsels. Ich hab auch weiße Blobs. Ich hab Kopfkino. Ich muss mit Leuten reden. Warte einen Moment. Auf ein Wort, wenn du gestattest. Ah, Gecko, kann ich mit dir über eine Sache sprechen? Du kannst mit mir über einiges sprechen. Ich weiß, wir werden gerade erst jagen, aber ich bin eher daran interessiert, wieder loszuziehen. Ich habe eine neue Quest vorbereitet. Chihuahua, Chihuahua, Chikurinos hat sie auf ihre Liste. Schau sie dir mal an, wenn du Zeit hast. Du kannst deine Verbündeten als Anhänger auf Quests mitnehmen, sodass ihr eure Fähigkeiten verbessern könnt. Was? Oh, das vereinfacht quasi das Singleplayer. Playen, nicht wahr? Wenn jemand nicht online spielen möchte oder nicht kann, kann er jetzt also quasi Anhänger mitnehmen. Verstehe ich das richtig? So habe ich auch verstanden, ja. Das ist generell ja eine coole Idee, aber ich glaube, ich mache davon nicht Gebrauch, schätze ich. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Aber grundsätzlich, ja, ist cool. Bin mir sicher, dass es hier viele gibt, die den Grimmigen gern auf die ein oder andere Jagd begleiten würden. Wieso nennen die mich eigentlich den Grimmigen? Check's nicht. Wenn du solche Anfragen erhältst, nimm sie bitte an. Sie stärken die Bindungen, die letztendlich unserer Sache helfen. Oh, eine Sache noch. Das Königreich hat eine Anfrage für Monsterforschung in Verbindung mit begleiteten Expeditionen herausgegeben. Monsterforschung. Okay. Wie dem auch sei. Ich will es nicht komplizierter machen, als es ist. Der Punkt ist, gemeinsam da draußen Monster zu jagen. Natürlich haben die drei Gebiete und unsere Untersuchungen der Königreich-Monster Vorrang. Der Rest, wenn du Zeit hast. Chihuahua hat eine aktualisierte Liste neuer Quests, die priorisiert werden müssen. Schau sie dir mal an, wir sehen uns bald. Jagdquest, eine Audienz bei der Königin. Oh,
Und dann sprich mit Chivapchichi. Na gut. Na gut, okay. Mann, wie ich die immer nennen, ist es so dumm. Bubis, 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 Bubis. Richtig. Hab's dir auf Insta geschickt. Oh, Liebe, schwierig. Ich bin nicht mehr auf Insta. Mein Account existiert zwar noch, aber ich bin da gerade gar nicht mehr einfach. Ich hab's nicht mal mehr auf dem Smartphone installiert und so. Ich bin da leider gerade gar nicht mehr. Drum ist es auch aus dem Panel verschwunden, aus dem Offline-Banner und so. So sorry. Ja, hier, Chihuahua. Echo, nach der Blutbeschattenjagd musst du echt müde sein. Was? Chish? Chish! Ist aber echt eine gewagte These. Chish, Digga. Was? Nach Abschluss dieser dringenden Quest kannst du jetzt auf MR2-Quests gehen. Ein wunderbarer Erfolg, aber ich sorge mich um den Einfluss dieser eindringenden Monster. Er ist viel größer, als wir befürchtet haben. That's what she said. Hä? Zumindest gibt es Fortschritte... gibt es Fortschritte beim Finden der drei Gebiete. Wenn sie besiegt sind, wird sich das Ökosystem vielleicht erholen. Und bevor ich es vergesse, ich habe die Anhängerquest hinzugefügt, die Firalen erwähnt hatte. Dir wird's nicht langweilig, eine Anhängerquest. Und es gibt viel zu erledigen, aber du wirst deine Pflicht erfüllen. Nun dann, sollen wir uns diese MR2-Quest ansehen? Ja, natürlich, klar, hau raus. Anhänger sind mächtige Gefolgsleute, die während einer Quest an deiner Seite kämpfen. Ich sag ja, in Sunbreak sind irgendwie mehr Schreibfehler als im Hauptspiel. Oder Satzbaufehler. Ist mir schon aufgefallen. Weil während einer Quest, ihr könnt hier nicht Mehrzahl, und wenn es eine, weißt du, wie ich meine? Ja, das sind schon so ein paar mehr Fehlerchen tatsächlich. Aber naja, was soll's. Anhänger-Kooperationsquests sind Einzelspieler-Quests, bei denen ein Anhänger deine Hilfe bei bestimmten Quests anfragt. Schließt du sie ab, verbessert das die Bindung mit dem Anhänger. Ja gut, schließt du Anfragen von Anhängern ab, bringt euch beide das näher. Schließt du alle Anfragen eines Anhängers ab, bieten sie dir in begleiteten Expeditionen Hilfe an. Ja, und was habe ich davon? Also, hier. Bekomme ich auch was dafür? Weil, weiß nicht. Bindungen stärken, das ist toll, aber was habe ich davon? Du kannst Anhänger nun nicht nur auf Anhängerquests und begleiteten Expeditionen mitnehmen. Du kannst nur Anhänger mitnehmen, zu denen du eine Bindung hast, die stark genug ist. Wenn du einen Anhänger auf eine Quest mitnimmst, ist diese Quest nur alleine spielbar. Ja, großartig. Ich glaube, das ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Discord haben wir natürlich auch, das ist richtig. Danke, Blöckchen, und hier Dark, ihr voll cool und so. Ja, also gibt's, das ist eine extra Kategorie, Anhänger-Kooperationsquests. Sehr fantastisch. Das sind wirklich extra Dinge, aber die sind ja dann halt scheiße, weil die sind ja dann ausschließlich Singleplayer, ist ja dann doof. Ja, stimmt, ja. Ah ja, gut, sagen wir so, für welche, die was halt hauptsächlich nur Single spielen, ja, weiß klar, nicht. Dafür ist es das gut. Das ist schon cool. Das ist richtig, aber ich hoffe, dass es halt jetzt nicht story-relevant ist. Ach so, zum Weiterkommen, ja. Weil wenn ich die jetzt machen muss, dann bringt uns jetzt das Online-Playen Wichser-Kiss. Halt, yo. Also eigentlich nicht. Ich sehe, dass hier Städtequest erfüllte Hauptquest 0 von 2. Normalerweise müsste ich hier weitermachen und dann geht's eigentlich. Ich hoffe, das ist einfach optional. Es wäre sonst, weil sie oben gesagt hat, ja, das ist dringend, mach das mal. Zumindest eine, ne, Audienz bei der Königin, hieß es ja gerade, das sei dringend. Oder so ein Schmarrn. Ich hoffe jetzt aber nicht, ehrlich gesagt, ich hoffe nicht. Das wird mich ein bisschen fuchsen jetzt, das weiß ich nicht. Also, ja, grundsätzlich eine nette Idee, dass es jetzt, ja, quasi direkte Singleplayer-Quests gibt. Ja? Kann man es ja probieren, oder? Wie probieren? Ja, was dann passiert, ob die mich dann rauskicken oder... Ja, das nicht, du kannst halt einfach nicht rein. Du wirst hier bleiben in der Lobby hier und ich bin dann auf Quest. Ganz normal. Ach so, meinst du nicht, dass sie mich einfach mit als Begleiter... Nee, heißt's ja. Und es steht ja auch in der Quest, es ist absolut nur Solo-Modus. Also es geht nicht. Ah, okay. Also das, leider. Drum würde ich das jetzt auch gar nicht ausprobieren oder machen. Das ist jetzt ein Schmarrn für Stream und du bist schon da und überhaupt und sowieso. Deswegen machen wir einfach Städtequest, das ist einfach so. Wir machen einfach direkt unser Ding so weiter. Ja. Genau, wir machen einfach unser Ding weiter. Ja. Da haben wir ja auch wieder... Geschichten. Herr Vogelweif von Halligalli. Gifttropfen im Sandsturm, Sumner Kant Einschlafhilfe, der Alabasterverschlinger oder der Garten der Königin. Was darf's denn sein?
Ich würde die wichtigen schon machen. Such einfach irgendwas aus. Mir ist das wurscht. Ah, wurscht auch noch. Wurscht wäre jetzt super. Also die haben wir jetzt schon irgendwie öfters bekämpft. Kein Bock, kein Bock. Ja, direkt aufs Ganze gehen Ratian, oder? Der Garten der Königin, oder? Auf geht's. Direkt rein. Aber nicht alleine, oder? Das weiß ich noch nicht genau. Oh je, oh je. Aber hier auch, bring Anhänger mit. Ich kann jetzt jederzeit... Dann wird's aber auch ausschließlich Solo. Das ist ja mega interessant. Wenn ich das aktiviere, dann ist es Solo-Modus. Ach, wie krass. Ah, krass. Okay. Super interessant. Und gilt das eigentlich rückwirkend dann auch für die Kamura-Quests? Habe ich jetzt prinzipiell immer einen Anhänger? Für die alten Quests auch? Das kann man ja eigentlich auch hier ausprobieren, ne? Städterang High Rank. So. Einfach mal. Nee, nicht. Das gilt nur für die Elgato-Quests. Krass. Okay. Auch. Ey, das ist ja super interessant. Aha. Aha, also nur für Meisterrang-Quests quasi. Faszinierend. Ja, wir machen mal Karten. Nee, ich mach mal nur, das schaffen wir beide schon, hä? Mach mal alleine. Ja, natürlich. Easy. Ja, ist nur ein Ratian. Nur ein Ratian. Hä? So ein Zuckerschnäuzchen und leih mir eine Pfote, ja? Die Katze muss ich noch vorlesen. Aber, Strobohund, bin mal erstmal weg. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Viel Spaß weiter und bis bald auf jeden Fall. Auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Wünsch dir... wunderschönen Freitag, wunderschönes Wochenende, wunderschollen Start in deinen zweiwöchigen Urlaub, oder? Bis bald! So. Katze? Miaulöle-Jäger, tut mir leid, dich zu stören, wenn du so viel zu tun hast, aber ich brauche erneut deine Hilfe. Alle arbeiten so schrecklich hart, da wollte ich mit einem neuen Dango und wenig Freude in ihre Leben bringen. Ich habe ein wenig nachgeforscht und ein Rezept gefunden, das Saft aus Tannenzapfen verwendet. Das Problem dabei ist, diese Tannenzapfen werden von den Blutbeschatten gehortet und die teilen nicht gerne Mounts. Denkst du, dass du dich um die Mounts da kümmern kannst, während ich mir die Sachen schnapp? Natürlich, Tannenzapfenpanik. Zwei Blutbeschatten. Klar. Ein Problem. Klar. Easy peasy. Klar. Spoiler, was? Aha, Gecko, was denn da? Was los? Alles gut? Wie was? Ja, Spoiler, haben wir auch, das stimmt. Macht mein Bot das gerade nicht mehr? Was, Weiß nicht. Was denn da? So, der Garten der Königin auf jeden Fall, würde ich sagen. Ah ja, let's fetz. Die macht halt, Ratian macht ja Giftgeschichten, gell? Einfach nur, glaube ich. Hey, Wolvi, was geht ab? Ja. Für mehr Info für das hier, geh mal in dein Haus. Für mehr Info für das hier. Rita mit deiner Wandrolle? Was? Ach stimmt, hier gibt's ja, müsste ja auch ein geheimen Ding geben, oder nicht? Hier! Ich hab den geheimen... Hier ist eine Wandrolle. Wait a minute. Da! Ach guck, da ist ja auch die geheime Katze, Fukashigi. Ich bin es, Fukashigi, der Informant, zu deinen Diensten. Nun gut, ich verrate dir Elgados zweites, schmutzigstes Geheimnis. Fiorain ist in Wirklichkeit verrückt nach allem, was niedlich ist. Ganz genau, Gallios mutige Stellvertreterin, sie würde es nie zugeben, aber sie ist weich wie ein junges Kätzchen. Meine Sondierung hat ergeben, dass ihr Raum voller weicher Plüschmiaunster und Tiere ist. Keiner außer ihrer Schwester Rondine weiß das. Es ist ein streng gehütetes Geheimnis. Jetzt bist du baff, was? Auf dich wartet frischer Tee, wenn du deinen Meisterrang erhöht hast, miau. Süß. Mehr Lore. Ach, wie lustig. Danke, Dark. Ach, wie lustig. Stimmt, die Geheimkatze. Oh, wie süß. Ja, das ist lustig. Ja, dankeschön.